Angriffstechnik 1. Für diese Passübung benötigen wir ein Hütchenkreuz und 6 Spieler. 2 Spieler jeweils auf den Außenseiten und 2 Spieler in der Mitte. Der Spieler aus dem Zentrum sprintet Richtung Flügel und erhält ein Zuspiel in den Lauf. Diesen Ball zieht der Spieler per Sohlenwende nach innen und spielt anschließend einen Doppelpass mit dem sich lösenden oberen Spieler. Diese Passübung spielen wir mit 2 Bällen gleichzeitig. Dies symbolisiert im Spiel ein Anspiel auf den Flügel. Der Spieler versucht schnellstmöglich in eine offene Stellung zum Stürmer zu gelangen, um einen schnellen Konterangriff einzuleiten. Nun erfolgt die offene Stellung in Form der Schussfinte.